High, Low, der Low Ground ziemlich viel ist und die Main-Ebene ja halt sich halt nicht nur durch die Mitte zieht und im äußeren Bereich. Also im Prinzip muss man immer auch wieder auf den Low Ground zurück, um doch irgendwie irgendwo hinzukommen. Was natürlich einen taktischen Vorteil bringen kann, wenn es zum Fight kommt, vor allem für den Terran-Spieler Ice Dealer. Dealer. Nur weil du aus Dealer kommst. Schlimm sowas. Ja, mein Co-Caster, der hat keine Ahnung, deswegen castet er nicht mit mir. Er ist schüchtern und so, also der traut sich nicht zu reden mit euch. Der denkt so, voll peinlich, ey. Ne, das mach ich nicht. Okay. Da kommt das Heffern von Tressid und Eisglan natürlich auch. So, wir sehen. Das Depot wird einfach mitten irgendwo auf den Highground gepackt, so dass man so ein bisschen die Rocks in der Vision hat, was ich eigentlich gar nicht so verkehrt finde, weil so sieht man genau, ah, die verlieren live, ah, da muss ich mal gucken gehen, was da los ist. Gar nicht mal so schlecht gesetzt. Was auch natürlich, was ich immer sage, man muss gegen Protoss nicht unbedingt eine Wall bauen, das kann im Fight zum Nachteil werden. Und dementsprechend baut hier auch Ice Dealer alles einfach irgendwo schön kreuz und quer hin. Ich weiß nicht, ob da eine Struktur hinter sitzt. Werden wir im Verlauf des Spiels sehen, denke ich mal. Also, meine Struktur, die ich mal hatte, die war scheiße. Da habe ich meine ganzen Units gecached. Aus Versehen zwischen den Tech Labs und den Reaktoren. Zueinander gebaut, die Racks. Das war dann mein Tod, sage ich mal. Aber okay, ja, das. Ich bin Silberspieler, ich darf das. So. Jetzt habe ich es euch gegeben. Wir sehen frühes Gas bei Ice Dealer, das heißt, wir werden auf jeden Fall die Reaktor-Hellions sehen, beziehungsweise einen frühen Reaper, der scouten soll. Auf Seiten von Tracid sehen wir ganz normal das frühe Gas. Das erste Gate ist durch, dementsprechend kommt sofort der Core hinterher. Und dann geht es natürlich auch direkt an die Warp-Gate-Technologie, sobald der Core durch ist. Wir können auch mal das Production-Tab anmachen, damit man sieht, was so gebaut wird. Wie gesagt, hier kommt auch schon der erste Reaper, der sich einfach die Scouting-Information reinholen soll. Ist natürlich nie verkehrt, sowas. Und CC wird ausgebaut. Die Frage ist jetzt, kommt eine frühe Echse oder geht es hier doch eher in One Base Bio oder One Base Mech oder whatever? Gibt natürlich viele Möglichkeiten, das Ganze hier zu spielen. Wobei, ich denke mal, Ice Dealer spielt im Makro-Game und dementsprechend werden wir hier noch eine frühe Echse sehen. Oder nicht früh, aber relativ früh. Ein WBF folgt hier der Sonde. Ich like a Hero, will unbedingt die Sonde holen. Könnte eventuell sogar die Echse blocken. Schade, hat nicht geklappt. Hätte man aber schaffen können. Icyla checkt jetzt nochmal genau, was hier abgeht. Sieht den Core. Core wird nicht geklone-boostet, läuft aber. Also die Warp-Technologie ist gewiss früher oder später da. Wenn die nicht geklone-boostet wird, dann braucht man einfach nicht früher Stress machen. So, ein Reaper ist da. Kriegt der einen Worker? Das ist jetzt die Frage. Und Mothership Core ist draußen und somit ist das Ganze hier safe. Da kann der Reaper nichts mehr machen. Was zur Hölle? Ice Dealer baut hier einen Bunker hin. Eiskalt. Richtig mies. Kann natürlich gleich, wenn der Bunker durch ist, das ist Counter Repairen hier. Und der Worker geht er rein in den Bunker. Ne, wird wieder verwertet. Scheißegal. Und weg damit. Hat sich gedacht, ah, nee, das lasse ich doch lieber sein. Das könnte gefährlich werden. Spielt hier One Base, drei Drugs momentan noch. Also werden gepumpt, Marines, Marauder, Standard MMM momentan noch, dann wird früher oder später noch natürlich die Fax dazu kommen, inklusive Starport für die Mediwax. Dementsprechend sehen wir ein MMM-Bio-Build. Das heißt natürlich, Tressid muss früh reagieren und sollte zusehen, dass er irgendwie möglich Kolossi oder HTs rauskriegt, um das besser verteidigen zu können. Denn MMM-Push ist doch sehr stark gegen die Stalker und natürlich auch gegen die Zealots. Es sei denn, sie haben Charge, dann kommen sie wenigstens an die Gegner ran, bevor sie sterben. Und das ist natürlich nie verkehrt. Auch das Bling-Upgrade wäre natürlich nicht verkehrt. Ein Marauder, 5 Marines, jetzt kommt die Echse. Also, Ice Dealer spielt auf jeden Fall hier safe. Will keinen frühen Endgame verlieren. Da kommt der Stalker rein. Stalker geht down, hat nicht wirklich Schaden gemacht. Das ist natürlich schon recht beachtlich an der Anfangsarmee. Vor allem da Trusted hier einfach gar nichts am Start hat. Noch nicht. Aber Warp-Technologie ist durch, dementsprechend kann einfach mal schnell reinforced werden. Indem man einfach eben kurz drei Stalker mit rein warpt oder drei Bersis oder was, whatever. Marines, Marauder gehen nach vorne. Sechs Marines, ein Marauder. Wir können auch mal instant den Mothership-Core kicken.
Unten stehen jetzt drei Sentries, die natürlich mit ihrem Force Shield und sonstiges natürlich doch sehr viel Schaden machen können. Verliert eine Sentry, zwei Sentry, hat die Army ausgesperrt, also da kommt erstmal nichts so schnell durch. Und Icy, der verliert einfach seine komplette Army, die er nach vorne geschickt hat. Und wenn wir aus Lost Tap sehen, sehen wir, gelohnt hat sich das nicht wirklich. Marine zieht sich da zurück, kriegt Schiss. Soviel zum Thema Hero Marines. Aber daher okay. Kann man mit leben. Bunker steht. Tonnenweise Marines sind am Start. Weitere Marines folgen. Selbst aus dem Tech Lab, aus der Tech Lab Lux werden, wurden gerade Marines gepumpt. Jetzt kommt hier Marine Marauder. Und ich denke mal, hier werden auch noch Marauder kommen, richtig. Combat Shield ist auf dem Weg. Dazu die Concussive Shells, um nicht massive Units zu slowen. Was natürlich auch immer praktisch ist. Kann man auf jeden Fall gebrauchen, das Ganze. Und da kommt der nächste Push von Ice Dealer, so wie es aussieht. Geht mit einem Haufen Marines nach vorne. Kann natürlich durch die ganzen Marines den Mothership Core leicht aus Core nehmen und rausfokussen. Die Nexus-Kanone wurde bereits aktiviert. Dementsprechend hat der Mothership Core momentan nicht genug Energie, um eine weitere zu zünden, oder? Ah, doch, jetzt hat er sie wieder. Jetzt ist auf jeden Fall genug Energie vorhanden. Und wir sehen hier einen Immortal. Immortal ist nicht unbedingt die beste Wahl gegen massiv viele Marines. Mit Stimpak, noch kein Combat Shield, kein sonstiges Upgrade. Natürlich braucht man jetzt, um Stim natürlich gegenzuhalten, braucht man Medivacs, sonst bringt das Ganze nichts, sonst stimmt man seine eigenen Units irgendwann zu Tode. Zieht sich wieder zurück, da wieder die Nexus-Kanone aktiviert worden ist und die hat einfach eine krasse Range, muss man mal sagen. Also das ist wirklich krass, was die raushaut. Ein Vorteil ist natürlich, dass man so dadurch den Gegner, also Protoss-Spieler, nicht mehr so leicht cannon rushen kann, das ist eigentlich ziemlich praktisch ist. Muss ich mal wirklich gestehen. Auch wenn die Nexus-Kanone doch leicht unfair ist, aber okay. Jetzt haben wir hier wieder tonnenweise Marines. Ein Hero Marauder dabei, der das Ganze dann gegen die Stalker klären soll. Weitere Marines und Marauder folgen. Ein Marauder ist auf dem Weg hier. Soll Stress machen. Und Zedak gekickt. Und Focusfire läuft auf den einen Immo. Focusfire auf die Zedak, bevor sie durch sind. Werden sie hier rausgefokust. Zieht sich mit Stim zurück, will nichts riskieren mehr. Marines kommen nach, Marauder mit dabei. Geht nochmal rein, will gucken, ob er da noch irgendwas kriegt. Wir gucken mal kurz aufs Lost Tab und sehen, die Angriffe sind nicht ganz so kosteneffizient. Kriegt er den Emo noch? Das ist die Frage jetzt. Kriegt er den Emo hat er gekriegt. Die Concussive Shells haben geregelt. Der Slow-Effekt ist einfach doch gar nicht mal so verkehrt. Vor allem gegen Emos nicht. Aber Immos sind halt nicht die optimale Wahl gegenüber Marines. Ein weiterer Marine läuft ziemlich weit vorne rein. Ist ziemlich riskant, was der Marine da treibt. Mittlerweile haben wir hier 5 Racks. Da kommen dran Reaktor und noch ein Tech Lab. Das heißt 3 Marauder plus 4 Marines gleichzeitig. Oben wird jetzt Double Engineering Bay gestellt für Double Upgrades. Dazu weiter kommt das Starport Upgrade. Starport mit Fax Reaktor, das heißt, hier wird gleich geswitcht und dann passt das Ganze. Haben wir auch noch Reaktor Medivacs, wobei das bei Two Base doch relativ hart wird, das Ganze zu finanzieren, ist doch schon eine ganze Menge. Und wird jetzt die Echse aufgestellt. Die Echse kann er jetzt kicken können, kann er kicken. Okay, dann die Echse, kickt er die Echse, wird sie gecancelt? Wird gecancelt. Also da kriegt er übrigens einen Teil seiner Minutes wieder, zieht sich jetzt aber zurück. Kann aber durch die Concussive Shells natürlich die Sealots leicht ausmicron, ohne wirklich starke Verluste hinzunehmen. Natürlich ist das Charge Upgrade nicht verkehrt an dieser Stelle. Massiv viele Sealots plus Immos. Und jetzt versucht er sich nochmal die dritte zu nehmen und stellt weitere Pylons. Und dann werden hier vielleicht sogar noch Cannons kommen. Mittlerweile sind auf dem Weg bei Ice Dealer das Level 1 Death Upgrade und das Level 1 Attack Upgrade auf Seiten von Tresset sehen wir, the Twilight Council ist klar schon lange durch, die Upgrades sind durch und ein Dark Shrine, das heißt, wir werden DTs sehen. Können natürlich sein, dass die Ärger machen. Also, wie viel haben wir hier? 5 DTs, ey, 5 auf einmal. Das ist schon eine krasse Menge, da mit 5 DTs zu kommen. Aber Rocket Tower steht und dementsprechend wird da nichts durchkommen. Scan kommt, DTs gehen down. Da hat Isila richtig reagiert und schnell reagiert. Das einzige Problem ist, seine Army wurde gespottet, aber das sollte nicht so das Problem sein. Jetzt kann sich aber Tresset darauf einstellen, was ihn erwartet. Massiv viele Marines plus ein paar Marauder zum Sloan. Da sollten stehen hier unten immer noch ein paar ja, DTs, die sich jetzt aber zurückziehen, out of range gehen für den Rocket Tower.
Eisdealer versucht ihn zu verfolgen, reicht aber nicht. Die T sind einfach schneller und halt unsichtbar. So, Medivacs sind da, können natürlich jetzt erstmal die angeschlagenen Units reinholen. Jetzt kommt hier nochmal Hits auf einen DT. DT geht down. Das ist natürlich nicht so effektiv, wenn die DT sterben. 125 Gas, 125 Minerals ist nicht zu verachten. Vor allem nicht im Verlaufe des frühen Spiels. Warp Impact steht immer noch ganz gechillt hier. Also ist ganz safe. So, zwei Medivacs voll beladen mit Marines, so wie es aussieht. Nein, da haben wir noch zwei Marauder mit bei. Zwei Marauder, vier Marines plus acht Marines. Das ist doch schon eine krasse Menge, die da nach vorne kommt. Also 10 Marines plus 2 Marauder könnten hier eventuell sogar Schaden machen. Mit dem Boost Upgrade direkt in die Main reinfliegen und ein bisschen Eco kicken, kein Problem. Oder in die zweite hier hinten Eco kicken. Je nachdem, was er lieber hat. Werden wir dann sehen, wo gedroppt wird. Es wird ein bisschen was in die zweite gedroppt. Verliert ein paar Worker. Load in. Und weiter geht's. Exo-Kanone wurde aktiviert auf die zweite. Jetzt hat der Mothership Core noch genug Energie, nicht mehr ganz, um eine zweite Nexus-Kanone zu aktivieren. Ach, ich bin auf dem falschen Unit. So, Energie ist genug da, um noch eine weitere Nexus-Kanone zu aktivieren. Oben wieder ein Drop rein in die Eco-Line. Kickt wieder richtig, richtig viel. Also das ist gar nicht mal so schlecht. Könnte sogar, wenn es schnell genug geht, die Main kicken. Oder irgendwo ein paar Supplies. Und da kommt eine weitere Nexus-Kanone. Fokus hier noch ein bisschen raus und verzieht sich jetzt. Kann sein, Medivac geht down, das andere Medivac überlebt, fliegt in die nächste Nexus-Kanone rein. Counter Heal läuft. Und out of energy, das Medivac. In der Zwischenzeit hat Ice Dealer ein wenig nachgepumpt. Hat wieder massiv viele Marines hier am Start und Marauder dazu zwei weitere Medivacs. Damit zu pushen könnte den Tod sein für Tressid. Denn da hat er momentan nicht ganz so viel entgegenzusetzen. Wir sehen aber, das Level 2er Upgrade ist auf dem Weg. Oder ist das Level 1er? Level 1er sogar nur. Level 1er Attack Upgrade für die Ground Units. Dafür haben wir aber schon drei Death Upgrades, was natürlich auch nie verkehrt ist. Ice Dealer muss jetzt natürlich aufholen, indem er einfach Double Upgrades pumpt. 2-2 ist auf dem Weg. Welches er natürlich auch brauchen wird, um den Fight zu gewinnen. Und massiv viele Marines und Marauder sind auf dem Weg. Marines und Marauder wurden in die Medivacs eingeladen. Fliegen wieder in die Main rein, so wie es aussieht. In die Main, ja, in die Main geht's rein. Jetzt kommt nochmal Stimpak. Ich bin nochmal zurückgezogen. Kann man natürlich schön machen. Stimpak, sobald die an den Charge sind, einfach abhauen und dann rausfokussen und rauskiten. Da kann man einen Drop auf die Main. Und es wird gekickt. Weiterer Salat fällt. Nächster Salat fällt. Noch ein Salat. Cannon steht mit Upgrades. Ah, ne, hat keine Upgrades. Gebäude-Upgrades gibt's ja hier nicht. Weitere Marines sind da. Wir gucken auf Reinforcements. Reinforcements, nein, sind nicht auf dem Weg. Die paar Jungs, die da sind, müssen das Ganze standhalten. Da kam ein Storm von einem HT. Die erste HT ist auf dem Feld. Das könnte eine gewisse Wendung bringen in dem Spiel. Denn Storms sind doch gar nicht mal so schlecht und sollte man nicht verachten. Vor allem gegen Bio sehr, sehr stark. Wir gucken mal kurz, was Ice Healer so treibt. Obwohl, nee, ich guck selber. Ist nicht besser. Ein Medivac kommt zurück, halb kaputt. Ohne Units, also hat dann Units zwar verloren. Und so wie es aussieht, scheint Interesse nach vorne gehen zu wollen. In der Zwischenzeit von oben kommen weitere Marines Marauder rein. Und ein paar Marines Marauder bleiben einfach hinten, um das Ganze noch ein bisschen zu deffen, falls doch was kommen sollte. Und so wie es aussieht, könnte das zum Doppelangriff werden. Sobald in die Main reingedroppt worden ist, kommen da Warp-Ins und es geht direkt auf die zweite drauf mit den Marines, die hier am Start sind. Das heißt, einfach nur ein bisschen Druck aufbauen, den Gegner verwirren und dann einfach stark containen. Hier die Unit zieht sich sofort zurück, wollen das natürlich alles halten hier. Jetzt kommt von unten, kommen jetzt die Marines und Marauder rein. Ein Piling gekickt, noch kein Supply Lock, also dafür hat Tressid genug am Start, um das zu verhindern. So, kickt den Aachen, oh, Aachen verloren, das ist natürlich sehr bitter. Fokus die dritte raus. Ohne Rücksicht auf Verluste, wie die dritte rausgefokust, dritte geht down. Weitere Stalker kommen rein zu round, das ist das Ganze hier. Unten wurde eingeladen und sich schnell verdrückt. Ein paar Stalker sind mit am Start, aber die machen halt nicht genug Schaden, um das Ganze hier abzufangen. Dafür sind es im Moment einfach noch zu wenig. Und wieder geht eine Welle Marine Marauders raus. Ich muss mich irgendwie anders hinsetzen. Irgendwie sitze ich voll beschießen heute.
Und ich habe Lex wie Sau. Ich hoffe, ich lecke nicht. Legge nicht. Das liegt nicht an mir. Wäre natürlich bitter. Zu wissen, dass, Drottag, du leckst. Drottag, Lecker. Cheater. Und kommt es zum Engage von Tressid. Das könnte ein harter Tausch werden. Ne, Medivacs kommen zurück. Liefern die Einheiten hier ab. Müssen natürlich auch noch outloaden. Wäre ziemlich sinnvoll. Ne, Loden kommt auf den High Ground drauf. Da kommt wieder der Loadout. Jetzt wieder versucht das Ganze zu halten. Die Emos sind einfach krass stark, machen sehr viel Gebäudeschaden. Aber in der Zwischenzeit oben kommen die Units rein und kicken auch Shredded Space. Das also wird jetzt ein harter Base Threat werden. Je nachdem, wer da mehr Druck aufbaut, wer da durchhält, wer Stress macht, gewinnt. Boah, ein richtig harter Storm mitten in die Masse rein. Welcher natürlich extrem, extrem, extrem viel Schaden machen kann. Und ein weiterer Storm mitten in die Masse rein. Oh mein Gott. Feedback noch auf das Medivac und dann ist das auch Geschichte. Hat keine Energie mehr zum Heilen. Kommt eh nicht durch. Icy hier steht mit seiner Army, chillt, versucht nachzubauen, sollte Stress machen, sollte Druck aufbauen, sollte zusehen, dass er jetzt alles kaputt kriegt, bevor seine eigene Base geschossen wird. Kann natürlich einzig Futter, den er hat. Und da kommt